Tobi. Und auch yeah, danke an dich, Uschi, für den Host. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich habe Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mache das Essen und Sie gehen duschen. Ja, aber mal gucken. Zwei Eier. Eier! Gibt's jetzt hier lecker Eier? Wenigstens muss ich das nicht aufschlagen, das Ei. Doch, das sieht doch lecker aus, hör mal. Und zwetet mal rühren, hör mal. Das sieht aber noch ein bisschen roh aus, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Das verändert sich ja nicht. Ja, gucken Sie mal. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Geil. Ah. Ich habe mir mal Ihren Bademantel geborgt. Ja, geil. Steht Ihnen gut. Das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber... Ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn.
Hallöchen, Santaxi oder Santuxi. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir spielen Heavy Rain. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Hallöchen, kleiner Chaoskeks. Sie geben nie auf, oder? Jetzt kommen die ganz, ganz interessanten Hints für die Story. John Shepard. Es ist kalt, es regnet, ich bin draußen und völlig durchgeweicht. Ich liebe meinen Job. Verzeihung, ich suche das Grab eines Jungen, ein John Shepard. Geradeaus, ein Stück weiter hin. Danke. Ausgezeichnet. Sie ist überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Und ich finde, wir verschwenden unsere Zeit auf diesem verdammten Friedhof. Tobi. Wie lieb. Eigentlich müsste ich Gordy Kramer befragen. Stattdessen... Hey Scott, wohin gehen Sie? Das Grab von John Shepard muss hier sein. Hat Ihnen niemand gesagt, dass man auf Friedhöfen nicht schreit? Ah, geil, er schreit selber. Die Toten stört das nicht. Das Mädchen weiß genau, was sie will. Bringt nichts, mit ihr zu streiten. War's das? Geben Sie auf? Ich hab mich nur mal umgeschaut, mehr nicht. Dachte, ich wäre ihr Partner. Kein Laufbursche. Jetzt hast du auch meine Emotes, Gunner Chaos Keks. Das muss ich ihr lassen. Sie ist wirklich eine entschlossene Frau. Stanley Martin. Vicky Mitchell. Umgedreht. Hier sind die Kinder offenbar. Jacqueline Roberts. Dorothy Parker. Und wir suchen einen John Shepard. Hier ist es. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich.
nutzigen Sträuche. Macht euch gefälscht hier raus. Los, haut ab, ihr verfluchten Rotzbengel. Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen. Ich wette, du kriegst mich nicht. Cool, Tobi. Danke. So, wir spielen jetzt quasi 1977. Die Kindheit, wo der 10-jährige Junge verstorben ist. Der Vater, naja, ein Nichtsnutz, wie wir gerade gesehen haben. So, na. Na komm schon. So. Geht doch. Alle guten Dinge sind drei. Erst wieder die Steuerung wieder gewöhnen. Tja, auf einer Baustelle zu spielen ist, ja, vor allem eine verlassene Baustelle wohl eher. Jetzt mach hinne, ich warte. Ja, ich versuche gerade den Controller so zu neigen, dass er... Oh, ich spreche mir gerade den Arm. Okay. Ein bisschen ruckartiger muss das dann in dem Fall sein. Alles klar. Tja, ja, Kinder. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Na los, komm schon, du Flasche. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Uiuiuiui, also Kiddies, ey. Ja, ist er. Aber wir sind dem Mörder ja auf der Spur. Es wird ja auch noch heute dann geklärt, wer der Mörder ist. Aber erstmal müssen wir halt die Geschichte hier quasi durchspielen. Von dem kleinen Jungen. Und weg dafür. Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin.
Naja, wie Kinder halt auch immer sind, ne? Hui. John, warte auf mich! Jetzt mach schon! Hey, hey. Ah. So. Na los, du bist jetzt dran. Und jeps. Und hops. Dann auf geht's. Spielen wir Verstecken. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? Eins. Man kann ja auch ein bisschen schummeln, wenn man möchte. Ja, dann suchen wir ihn doch mal. Komm schon. Oh Gott. Es geht nicht. Du kannst sie nicht rausziehen. Es geht nicht. Du kannst machen, was du willst. Halt durch, John. Ich hole Hilfe. Halt durch. Los, beeil dich. Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Doch, das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Sie überrascht mich schon wieder. Dabei mag ich Überraschungen eigentlich nicht. Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Das war's hier für uns. Halt! Was ist los? Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Er liegt... auf John Shepherds Grab. Ist das eventuell jetzt die letzte Verbindung, die wir brauchen?
Es ist möglich. Wir haben Gordy Kramer, den Sohn von ihm, in Verdacht. Ethan jedoch hat immer noch diese Blackouts. Man weiß also nicht, ob Ethan vielleicht doch derjenige ist. Man weiß es einfach nicht. Oh, Blue Lagoon, geil. Ah, die Musik, die fetzt. Ah, hier ist richtig Party immer. Ich suche Paco Mendez. Wissen Sie, wo er ist? Da drüben an seinem Tisch. Kennt er dich? Noch nicht, aber ich muss ihn sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendez möchte nicht gestört werden. Ja, ist ja ordentlich laut hier, wa? Ja, man muss also nur tanzen. Hier ist ordentlich Party. Lass mal durch da, Mensch. Ja, diese Feierwütigen mal hier durchkämpfen. Ja, da passe ich nicht durch, ich bin so dick, das geht nicht. Da unmöglich, dass man da durchkommt. Boah, dieses Gedränge, ey. Das hasse ich ja auch immer in Diskotheken, wenn du so richtiges Mega-Gedränge da hast. Furchtbar. Ja, Mädel, lass mich doch mal da durch, ey. Oh Gott, ist das furchtbar. Kann ich da selber tanzen? Ja, geht. Sehr schön. Ja, wohl wahr. Na, dann stylen wir doch mal ein bisschen, hä? Zeit für das sexy Girl. Ja? Hat das nicht geklappt? Nee, glaube ich nicht. Oh Gott, geht das wieder nicht. Komm hier, mach mal. Schüttel das Ding doch mal. Oder muss das so? Ah, ja, so.
Geht immer noch nicht. Immer noch nicht richtig. Verdammt. Immer vorher bricht der ab. Das gibt's doch nicht. Komm, mit der anderen Hand mal. Ah! Hat's jetzt geklappt? Immer noch nicht. Oh Mann, ey. Steuerung. Vibrier einfach. Einfach vibrieren muss man. Es geht nicht, Alter. Es geht nicht. Es ist zum Kotzen. Okay. Erstmal das. Aua, gestoßen auch noch. Ja, die Steuerung mag mich nicht und ich mag die Steuerung auch nicht. So, hast du doch die Haare bitte, die Haare. Komm schon, mach die Haare. Hoppala, ich bin gerade, hä? Warte mal, so, hä? Da hat sich gerade irgendwie mein Stream umgestellt, sorry. Aber, Alter, das ist doch furchtbar. Das kommt jetzt, aber hier. Einmal schütteln. Schüsseln. Hat das jetzt geklappt oder nicht? Sag mir bitte, dass es geklappt hat. Oh, finally. Das ist so furchtbar manchmal, ne? Ah, billig, aber willig. Mhm. Moment, halt, da kann man auch was machen. Okay, eine Knarre. Aber wenig Andrang auf der Toilette. Nächster Versuch. Ah, er guckt schon, ne? Jawohl. Schlabbermaul, du. Erstmal die eine schön weggeschickt und jetzt mich rangeholt. Okay, Tobi, was machst du gerade? Heute ist ein Glückstag. Der Boss lädt dich an seinen Tisch ein. Hey, danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ah, ich stehe auf deinem Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unterm Kragen. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber... Wie war das? Oh,
Das ist so ein Schmierlappen, ey. Ah. Was ein ekelhafter Schmierlappen, ey. Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. So, willkommen in meinem Reich. Krass, wie schnell die Musik hier oben einfach verschwindet in diesen Schallschutzmauern. Oh ja. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. So, zeig mir, was du kannst. Sieh dich aus. Langsam. Sieh alles aus, Baby. Könnten wir erst reden? Oh nein. Wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los. Zeig mir, was du kannst. Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los. Zeig mir was. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Schmieriger Fatzke, Alter, ekelhafter Typ. Furchtbar. Na gut. Ich muss kotzen, wenn der mich anpackt. Tu, was nötig ist, Matt. Spiel auf Zeit. Bitte, Controller, mach das, was ich möchte. Bitte. Oh, der Controller macht schon wieder nicht das, was ich möchte. Ist das furchtbar. Nein. Komm schon. Nein, warum denn? Ah, ein bisschen heftiger. Okay, ich verstehe. Nein, aber nicht so schnell. Boah, die Musik, ey, ist das furchtbar. Gott. Alter, Steuerung, ne? Ohne Flachs. Das ist doch absoluter Rotz. Vor allem, du weißt einfach nicht, was die Steuerung von dir möchte. Du verstehst es einfach nicht. Du siehst, Alter, ist doch nicht normal. Alter, diese Steuerung. Das ist doch echt... Das ist so furchtbar, diese Steuerung, ey.
Irgendwie so vielleicht. Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal irgendwelche Bewegungen mit dem Controller. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwas gemacht, offenbar. Das ist so Rotze. Ah, okay. Baby Süße, du hast ja einen echt geilen Arsch. Batz! So. Das hat echt gesessen. Gut gemacht. Ja, total. Vor allem mit der blöden Steuerung. So, Akt 2. Loverboy packt aus. Komm schon, mach. Jetzt geht's. Noch eine Schelle. Bam! Alter. Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ach, du Scheißnutte! Du bist tot! Dazu hast du nicht die Eier, Baby. Ich zeig dir meine, wenn ich dich erwische. Boss? Ist alles okay? Sein Gesicht. Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ah, was machst du? Nein, hör auf. Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ich denk mal ja, ne? Ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Alter, es kommt mal ganz schön Kastenkombination hinzu. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Ja. Die Steuerung ist trotzdem furchtbar. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Mach doch Platz, Mädel, Mann.